China-Aktien. Das brauche ich jetzt unbedingt. Unbedingt. Hanoi, das brauche ich mir nicht. Wir brauchen keine China-Aktien. Ha doch, das brauche ich unbedingt. Herzlich willkommen. Das war gerade noch ein kleiner Nachtrag auf die Invest in Stuttgart. Und damit sind wir auch schon beim Thema China-Aktien, die stark gefallen sind die letzten anderthalb Jahre und wo man auch von den Nachrichten her ja den Eindruck gehabt hat und sagen müsste, da jagt jetzt offensichtlich eine Krise und eine Gefahr die nächste. Das Sentiment für China war katastrophal schlecht. Nur seit bei uns die Börsen jetzt auch fallen und das ja nicht so knapp, da sieht es bei China-Aktien plötzlich gar nicht mehr so schlecht aus. Man könnte vielleicht sogar auf die Idee kommen, China hat die Korrektur jetzt möglicherweise schon hinter sich zu einem großen Teil, was bei uns ja noch nicht so klar ist. Hier mal ein Blick auf die Weltleitbörse USA, der breite Standard & Poor's 500 Index. Der Einjahreschart diese Woche war wieder ein bisschen freundlicher, aber er steht natürlich seit Jahresbeginn stark unter Druck, ist technisch auch angeschlagen und er ist ja letzte Woche erst auch auf ein neues Jahrestief gefallen. Der Nasdaq Composite genau das gleiche. Starker Kurseinbruch auch die letzten Monate, starker Verkaufsdruck, der da war und auch da letzte Woche eben nochmal ein neues Jahrestief. Und wenn wir aber mal einen breiten China-Index nehmen, jetzt zum Beispiel den Hang Seng China Enterprises Index, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Der Kursverlauf ist auch noch nicht optimal, aber das Jahrestief war da schon im März. Seitdem haben wir einen Stabilisierungsversuch auf einem niedrigen Niveau, der bis jetzt aber gar nicht so schlecht aussieht. Er ist jetzt von diesem Jahrestief im März aus schon wieder ungefähr 1000 Punkte im Plus. Und dementsprechend eben auch der Performance-Vergleich, der S&P 500 Index, der ist die letzten 3 Monate um 16% gefallen, stand gestern und auf Monatssicht jetzt eben auch nochmal um 4%. Aber der Hang Seng China Enterprises Index, der ist die letzten 3 Monate eben nur noch um 3% gefallen und ist auf Monatssicht sogar 3% im Plus. Ein Fels in der Brandung, könnte man da fast schon sagen. Muss man natürlich aber ganz klar vor dem Hintergrund sehen, dass er ja schon viel länger korrigiert. Hier der 2-Jahres-Chart vielleicht nochmal. Der HSCEI fällt nämlich, wie gesagt, einfach schon seit Anfang 2021 auch und nicht erst seit Anfang dieses Jahres. Was aber noch erstaunlicher ist, das ist der Nasdaq Golden Dragon China Index, die China-Aktien, die in den USA gelistet sind. Der ist vorher noch viel stärker gefallen. Wir haben aber ein ähnliches Muster. Auch da war das Tief schon erreicht, Mitte März, und von diesem Tief aus liegt er jetzt aber wieder schon über 50% im Plus. Und was ich Ihnen da noch eingekringelt habe, das ist das etwas höher liegende Zwischentief vom 12. Mai. Auch von dem aus ist er jetzt wieder um fast 40% gestiegen in 5 Wochen. Und das aber eben auch in einer Zeit, in der der Nasdaq-Index ja wie gesagt ein neues Jahrestief erreicht hat. Und der Nasdaq Golden Dragon Index, der ist ja eben auch sehr technologielastig. Das soll heißen, wenn man rein von der Charttechnik kommen würde und rein technisch argumentiert, dann ist der Fall eigentlich schon völlig klar. China-Aktien sind in der Korrektur, die wir haben, jetzt plötzlich die Outperformer. Sie zeigen relative Stärke zu anderen Börsen. Und die Folge daraus wäre dann eben auch, dass man jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen umschichten würde, stärker in Richtung China wieder. Nur müssen wir uns natürlich auch fragen, ob das auch gerechtfertigt ist, fundamental. Und ich schicke da warnend gleich mal eins voraus. Ich bin, was China betrifft, voreingenommen. Ich beschäftige mich damit seit gut 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
Es war immer ein starkes Auf und Ab. Das ging los mit der großen Bankensanierung damals, 2002, 2003. Da hat man gedacht, das ganze Land ist wirklich kaputt bis ins Mark und ist völlig im Eimer. Dann kam aber plötzlich die große China-Begeisterung. Alle waren ganz begeistert vom chinesischen Aufstieg. Das ging auch über die Finanzkrise hinweg eigentlich. Da hat man China dann ja gesehen eine Weile als das wachstumsstarke Gegenstück zum Westen. Und dann aber 2015 der Crash in Shanghai, da hat man sich dann wieder Sorgen gemacht über die Gesamtverschuldung im chinesischen Finanzsystem. Und die ist auch nicht ohne. Und seitdem eher Ernüchterung eigentlich für China. Die Handelskonflikte sind dann natürlich gekommen und inzwischen jetzt natürlich auch gleich mehrere Krisen. Nebenbei gesagt aber, das chinesische Bruttoinlandsprodukt hat sich in diesen 20 Jahren verzehnfacht in Dollar. Wenn man irgendwas lang beobachtet, dann und das dann ja auch interessant findet oder faszinierend oder wie auch immer, dann sieht man wahrscheinlich das alles ganz anders als jemand, der das noch nicht lang beobachtet und da voll unter dem Eindruck steht von den aktuellen Krisen jetzt. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der das alles schon lang beobachtet, dass der automatisch immer recht hat mit seiner Einschätzung. Im Gegenteil, also mit dieser tatsächlichen oder vermeintlichen Erfahrung, da ist man dann ja auch befangen und hat dann vielleicht auch den Schuss nicht mehr gehört. Anders als die, die das jetzt unvoreingenommen sehen im Moment. Aber ich sage es nur lieber gleich, ich bin in der Tendenz in dem Camp von denen, die sagen, das wird schon wieder. Und dass man das Thema China eben nicht komplett abschreiben sollte. Und das tun wir hier auch sowieso nicht. Wir schreiben nach wie vor ja auch unverdrossen unsere Reports. In unserem nächsten Report, da geht es um chinesische Versicherungsaktien. Ich habe keine Ahnung, ob das noch irgendwen interessiert hier, aber Versicherungsaktien darum, weil sie eben relativ günstig sind, weil sie eher defensiv sind, auch weil sie teilweise hohe Dividenden ausschütten, weil sie von einem guten Marktumfeld profitieren können und weil diese Aktien eben auch gerade angesprungen sind. Und vier von den chinesischen Versicherern stellen mal vor und die Reports von uns, die kann jeder lesen, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wie gesagt, China-Aktien sind stark gefallen. Es war auch ein Desaster nach dem nächsten. Drohende Delistings zum Beispiel in den USA. Dazu ist von meiner Seite aber, würde ich sagen, alles gesagt mittlerweile. Ich habe auch Videos dazu gemacht. Es kann ein Problem werden, das Thema, bei den Unternehmen, die auf diese Gefahr eben noch nicht reagiert haben. Aber bei den Aktien, die inzwischen ein Zweitlisting haben in Hongkong, da ist das Thema meiner Meinung nach inzwischen fast irrelevant. Dann die Regulierungen im chinesischen Technologiesektor, Ant Group IPO, DiDi Global, die Beschränkungen für Fintechs und für die Nachhilfebranche und für Computerspiele. Zum Teil ist das Ganze vielleicht auch berechtigt gewesen, aber es hat natürlich trotzdem unglaubliche Kurseinbrüche gegeben im chinesischen Technologiesektor. Inzwischen ist es ruhiger geworden. Viele sagen, der große Regulierungsschub, der sei jetzt durch in China und der Technologiesektor hat sich ja auch erholt wieder. Aber diese ganzen Einschränkungen jetzt, die haben natürlich das Wachstum und die Profitabilität in vielen Fällen schon geschwächt. Und da muss man, denke ich, schon nach wie vor auch erstmal sehen, wer schafft es jetzt, dass er auch unter den neuen Bedingungen, die jetzt herrschen, nachhaltig noch wachsen kann. Das heißt, Entwarnung in dem Sektor ja, aber eben auch nicht für alles und nicht für jeden. Dann, was viele schon vergessen haben, die Immobilienmarktkrise in China seit letztem Herbst, Zusammenbruch von China Evergrande, was sich dann ja auch ausgeweitet hat inzwischen auf etliche andere Immobilienkonzerne, die jetzt auch Probleme haben. Was da nicht stattgefunden hat, das haben ja viele befürchtet, das war der große Kollaps dann des chinesischen Finanzsystems, ist nicht eingetreten. Aber die Krise an sich ist auch noch nicht eingefangen bis jetzt. Trotz Hilfsmaßnahmen, Stützungen, Preissenkungen, niedrigere Hypothekenzinsen und so weiter. Und die Lockdowns jetzt, die haben die Krise in dem Sektor auch nochmal verschärft. Also im April und im Mai sind die Verkäufe von neuen Wohnungen in China um 60% zurückgegangen zum Vorjahr.
Die Chinesen haben den Glauben an den Immobilienmarkt erstmal verloren, muss man sagen, im Moment. Und das ist ein Problem, weil der Immobilienmarkt ein wichtiger Wachstumstreiber war in den letzten Jahrzehnten. Das chinesische Wachstum, das wäre sowieso zurückgegangen. Das ist ganz normal, weil es ist inzwischen ja eine riesige Wirtschaft, die kann jetzt auch nicht mehr so stark wachsen, wie sie vor 10 Jahren mal gewachsen ist. Darum auch diese ganzen Schlagzeilen, die man da oft liest, ja, so Wachstum in China so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist nicht der Punkt eigentlich. Aber das Thema Immobilien ist natürlich eine zusätzliche Belastung jetzt. Und ich gehe auch davon aus, dass das Wachstum die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig hoch sein wird. Das Ziel der Regierung für dieses Jahr, das sind 5% Wachstum nochmal. Das ist jetzt aber inzwischen schon schwer zu erreichen. Da müssen sie jetzt wirklich noch reinbuttern. Allerdings, das tun sie auch reinbuttern. Und damit sind wir bei den Argumenten für chinesische Aktien. Es wird Geld reingebuttert an allen Fronten, also am Automarkt, Immobilienmarkt und bei den Steuern und Zinsen und mit Infrastrukturprogrammen und so weiter. Und wir haben zwar immer noch die Covid-Politik und dadurch haben wir kurzfristig auch wirklich nochmal Risiken. Wir haben aber trotzdem eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit im Moment, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr jetzt erholt. Und das wäre natürlich ein krasses Gegenteil zum Rest der Welt. Also wo man eben ja davon ausgeht, dass da das Wachstum deutlich zurückgehen wird. Und das ist der zweite ganz entscheidende Unterschied im Moment zu den westlichen Ländern. China ist eben nicht in einem Straffungszyklus. China hebt die Zinsen nicht an und es hat jetzt nicht das Problem auch, dass es jetzt eine jahrelange Nullzinspolitik beenden muss. Und allein das schon meiner Meinung nach rechtfertigt im Moment eine gewisse Outperformance. Und was jetzt aber natürlich noch dazu kommt, das ist, dass das jetzt auf sehr niedrige Bewertungen trifft. Der Hang Seng China Enterprises Index zum Beispiel. Der ist bewertet zurzeit mit einem KGV, das nur noch bei 6,5 liegt und der gesamte Index notiert inzwischen 30% unter seinem Buchwert. Wir sprechen nicht von einer Einzelaktie, sondern von einem breiten Index. Das kommt nicht von ungefähr, klar, aber bei allen Problemen sind das natürlich auch Bewertungen, die kann man jetzt auch nicht mehr so leicht ignorieren. Und was man auch immer wieder feststellt, natürlich, Probleme, die heute noch total ernst sind und die erdrückend wirken, auch diesen Morgen oft schon wieder vergessen an der Börse, wenn das Sentiment dreht. Und speziell das habe ich eben bei China auch schon relativ oft erlebt. Also denken jetzt zum Beispiel die große Rallye 2020 bei den chinesischen Technologieaktien. Ein Wahnsinnshype vorübergehend, gerade ja auch hier auf YouTube. Und es ist nicht so, dass China damals keine Diktatur gewesen wäre oder dass es da keine geopolitischen Konflikte gegeben hätte. Es hat damals eben nur keinen interessiert, weil das Marktsentiment einfach hervorragend war. Und ich habe aber das Gefühl im Moment, dass sich das Sentiment für China jetzt auch wieder sichtbar aufbessert. Ich bin nach wie vor nicht der Meinung eigentlich, dass man jetzt wieder völlig euphorisch sein sollte für China und da euphorisch dick einsteigen sollte. Und ich glaube auch nicht, dass wenn unsere Börsen hier jetzt weiter nach unten gehen, dass sich China dem dann komplett entziehen kann. Das denke ich nicht. Und ich räume auch ein, China ist zurzeit ein riskanterer Markt, als er noch vor ein paar Jahren war. Aber es gibt halt auf der anderen Seite viele Anleger, die sagen, China-Aktien nie wieder, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben damit natürlich. Und genau das ist aber an der Börse manchmal eben auch ein Fehlschluss. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit sehr vielen, sehr guten Unternehmen, die jetzt eben auch wieder interessant sein können. Darum, man sollte diesen Markt auch nicht komplett abschreiben. Was wir aber eben auch noch haben, natürlich, das sind politische Risiken. Und es macht mir schon große Sorgen, wie sich da in den letzten Jahren eben auch die Wahrnehmung verändert hat, bei uns, was China betrifft, wie sich auch der ganze Ton
verändert hat. Gutes Beispiel diese Woche, zum Beispiel eine Sendung mit Markus Lanz, mit klugen Leuten an sich, Robin Alexander, Stefan Weil, Monika Schnitzer von den Wirtschaftsweisen. Und eigentlich ging es ja da um unsere Gasversorgung. Aber am Schluss, da war man dann eben doch wieder bei China und es ist auch wieder die ganze Palette da gekommen. Also wie uns China alles klaut und wegnimmt und uns erpresst und bedroht und am Ende angeblich ja so eine Art großer Weltherrschaftsplan, wo jeder sich dann China unterwerfen muss, das sei das Ziel. In China ist nicht alles toll, das wissen wir natürlich. Ich will auch nichts schönreden hier, aber China hat uns in dem Sinn nichts getan, außer dass es uns abhängig macht dadurch, dass es unsere Autos kauft. Und mir kommt es so vor im Moment, wir haben jetzt mit Russland einen Todfeind und anscheinend fühlt sich das so gut an, einen Todfeind zu haben, dass wir jetzt unbedingt noch einen größeren zweiten brauchen. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, ja, seit einiger Zeit, die hat das Konzept Wandel durch Handel für falsch erklärt und für eine Illusion. Wenn das unsere Schlussfolgerung ist, unsere endgültige Schlussfolgerung aus dem Ukraine-Krieg, dass wir ab jetzt eine feindselige Politik betreiben gegen jeden, der nicht sofort das tut, was wir wollen. In einer Welt, in der mehr als die Hälfte der Menschen eben nicht in reinen Demokratien leben, dann haben wir bald nichts mehr, was wir für so eine Handelspolitik noch einsetzen können. Und ich glaube, wir vergessen auch wirklich gerade total, wie viel Übles uns möglicherweise eben auch schon erspart geblieben ist, dadurch, dass wir eben in einer Welt leben, die geprägt ist von großen gegenseitigen Abhängigkeiten. Taiwan noch. Ich habe inzwischen so gut wie unter jedem Video viele Kommentare, China greift demnächst Taiwan an, auch wenn es in den Videos gar nicht um China geht. Ist offensichtlich also eine große Sorge von vielen Anlegern, wenn es um China-Aktien geht. Und ich habe dazu vor ein paar Monaten auch ein Video gemacht, in dem ich ja gesagt habe, dass ich nicht davon ausgehe, dass China Taiwan angreifen wird. Ich weiß nicht, ob sie das überzeugt, das muss es ja auch nicht. Ich kann mich da ja auch wie so oft auch da mal wieder irren in dem Punkt. Und ich habe aber natürlich auch gesagt, dass wenn das doch passieren sollte, dass das selbstverständlich wirklich eine absolute Katastrophe wäre, auch und gerade wenn man China-Aktien hat. Nur, wenn Sie wirklich davon ausgehen, dass das passiert, dass das Ihr Basisszenario ist im Moment, dann sollten Sie sich auch fragen, ob Sie überhaupt Aktien haben sollten im Moment. Weil wenn das wirklich passiert, in der aktuellen Lage, wo die USA ja inoffiziell sogar schon militärischen Beistand zugesichert haben für Taiwan, dann sehe ich wirklich komplett schwarz, aber eben nicht nur für chinesische Aktien, sondern für alle Börsen einfach. Weil dann geht es wirklich ums Eingemachte. Das wäre dann wirklich ein großer geopolitischer Konflikt, wo es dann wahrscheinlich auch an den Märkten jetzt nicht mehr die großen Abgrenzungsmöglichkeiten gibt. Auch dazu wäre noch viel zu sagen, natürlich, aber lassen wir es mal so stehen für heute. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Denken Sie daran, dass Sie sich vielleicht trotz allem anmelden für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, diesmal zu den Aktien aus dem chinesischen Versicherungssektor auf www.zukunfts-märkte.de. Und beachten Sie diesmal auch die wichtigen Informationen jetzt gleich im Abspann. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen. Also, passen Sie bloß auf Ihre Aktie. Und wenn ich Sie wäre, dann würde ich jetzt einmal ein Abo machen von dem Kanal da, dann da gleich auf die Glocken aufgegangen, dann sehen Sie nämlich auch gleich, wenn etwas Wichtiges ist. Und passen Sie bloß auf. Also, Tschüssle.